Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt News zum Reitsportfestival, was ja übermorgen endlich kommt für 5 Wochen. Bis zum 24. April wird das Ganze da sein. Und die Roadmap dafür haben wir ja schon gesehen. Und da gab es in der 4. Woche, glaube ich, etwas Mysteriöses. Und zwar die Rückkehr einer, ja, Person, die lange weg war und jetzt unter neuen Namen und neuen Look. Wird sie wieder auftauchen und jetzt wissen wir, wer das Ganze ist. Ich gebe schon mal einen Hinweis, es steht wahrscheinlich auch im Titel. Ja, ich bin an einem Ort, wo Poster von der Person sind. Okay, es ist Raptor. Ich denke mal, es hat jeder von euch mittlerweile erraten. Ja, Raptor wird wieder auftauchen mit neuem Namen und neuem Look und wahrscheinlich auch neuer Musik. Da bin ich am meisten gespannt drauf. Aber schauen wir uns doch einfach mal den Trailer an und am Ende sehen wir dann das kleine Sneak Peek zu Raptor. Genau, das ist der Trailer für das Reitsportfestival 2024. Also hier sehen wir einige coole Dinge, unter anderem auch, wie Dressur dann aussehen wird. Genau, neue Outfits, neue Haustiere, Sabine und. Also gibt es einiges zu entdecken hier in dem Trailer. Genau, auch die Farbvariation der Pferde müssten da teilweise zu sehen sein. Zumindest der Lipizzaner war, glaube ich, neu. Und jetzt am Ende. Genau, da sehen wir es. Wir können nochmal zurückgehen. Das ist Raptor. Wer ihn nicht kennt, der kam aus einigen, ja, kam in einigen Quests vor, unter anderem der Quest mit Nebelfall und der GED da mit dem Wasser. Und der ist quasi so der Rapper in Star Stable. Da gab es früher immer einige Lieder von. Und ja, hier sehen wir das erste Bild von seinem neuen Look wahrscheinlich. Gut, die Schuhe sehen jetzt ziemlich pixelig aus und die Hose auch. Und das Ganze erinnert irgendwie ziemlich an den alten Look, aber laut SSU kriegt er einen neuen Look. Naja, mal abwarten. Vielleicht haben sie einfach noch den alten verwendet oder keine Ahnung. Schauen wir mal, wie das Ganze dann aussehen wird. Wir können auch nochmal die Poster hier genauer inspizieren. So sieht der Kollege aus. Und mal sehen, was es dann da für neue Musik von ihm geben wird und was für Quests er dann beim Reitsportfestival auftaucht, haben sie sich wahrscheinlich dieses Jahr als so kleine Neuerung überlegt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil ja, eigentlich Reitsportfestival hätte man gedacht, dass sie vielleicht andere Dinge überarbeiten. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr euch freut, dass Raptor zurückkehrt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao! No!